Moin Moin und an alle, die dieses Video zu Weihnachten gucken. Frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ja, eine Frage, die halt immer gefragt wird, welche Setups benutze ich eigentlich? Hier das Video, wie auch schon im letzten Jahr, ein Weihnachtsspecial. Die Setups werden von mir mal wieder an Weihnachten rausgeballert. Mittlerweile habe ich die Erfahrung, um zu sagen, ja, die kann man nehmen. Und die häufige Frage auch, die dazu kommt, kann ich das Setup auch für mich nehmen oder gibt es da große Unterschiede? Ja, das ist die erste Frage. Kann man auch dieses Setup oder kann man diese Setups, die ihr hier gerade seht, für jedes Auto nehmen? Ich sage, ja, man kann sie nehmen aus dem ganz einfachen Grund. Ich fahre in der Karriere damit mit einem Haas am Anfang der Saison bis zum Ende der Saison und sogar noch in der zweiten Saison, wo das Auto aufgemotzt ist. Also kann ich sagen, auch da, ja, das geht. Außerdem fahre ich die Setups auch noch in der Liga und ich fahre die auch noch in dem Red Bull bzw. in Coop. Da funktionieren die Setups auch sehr, sehr gut. Auch mit Mercedes, wenn ich da mal offscreen einfach mal fahre, funktionieren die Setups komischerweise auch. In meinen Augen macht das Spiel da keine ganz großen Änderungen diesbezüglich von Auto zu Auto. Ein paar Sachen merkt man schon, andere wiederum weniger. Zum Beispiel den Reifenverschleiß, den merkst du bei dem einen Auto ein bisschen mehr als bei einem anderen Auto. Aber das ist auch nicht der Rede wert. Man muss ja mit einem Setup schneller sein als ein Standard-Setup. Das ist auf jeden Fall der Fall. Das kann ich euch auf jeden Fall schriftlich geben. Ich habe da schon ein paar Tests auch gemacht diesbezüglich, ob man wirklich mit dem Setup schneller ist. Im Vergleich zum Beispiel in Österreich bin ich da 3 bis 4 Zehntel schneller. Das geht eigentlich sogar noch mehr. Auf anderen Strecken ist es sogar bis zu einer Sekunde. Je nach Art der Strecke und je nach Länge der Strecke natürlich auch. Deswegen in dem Sinne könnt ihr Setups gerne nehmen. Einige haben auch schon mal gefragt, bastle ich die mir selber? Nein, die bastle ich mir nicht selber. Denn ich bin auch nicht wirklich ein großer Experte in Sachen Setups. Was halt auch sehr auffällt zum Beispiel ist, wenn ich mir zum Beispiel Rennen angucke, wie zum Beispiel in Aserbaidschan, wo ich glaube ich einen Flügel von 3-1 fahre. Ich glaube, das ist der Fall. 3-1 oder 3-2, was für einen Skatkurs ja gar nicht passt, eigentlich nur auf den letzten Sektor abgestimmt ist. Oder auch, was auch bei jedem Setup durch die Bank geht, ist die Gewichtsverteilung zum Beispiel ist auch immer auf 11. Da könnte man auch wieder reden, das ist ein Bug. Und auch teilweise die Aufhängung ist teilweise 11, 11, 11, 5, 2, 2. Ne, 2, 2, 5 oder 2, 5, 5, irgendwie sowas. Es gibt bei einigen Setups doch deutliche Ähnlichkeiten, obwohl es ein komplett anderer Charakter der Strecke ist. Verstehe ich auch nicht. Also das große Setup macht hier nicht so viel aus in meinen Augen. Aber ein gutes Setup ist zum Beispiel auch Pflicht für einen geringen Reifenverschleiß. Deswegen hier, ich wünsche euch noch eine schöne Restzeit. Ihr wisst genau, ab Montag, den 26.12. bis zum 1.1. bin ich nicht da. Sprich, wenn ihr noch Fragen habt bezüglich der Setups, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Das war's auch von mir. Nebenbei läuft Musik. Wenn ihr ein bestimmtes Setup sucht, dann könnt ihr das gerne unten in der Beschreibung nachgucken, auf welcher Stelle das Setup kommt. Wie dem auch sei, schönes, frohes Fest und haut rein. Wir sehen uns oder wir hören uns demnächst wahrscheinlich wieder. Tschüss!